Na servus und willkommen bei Let's Play World of Warcraft Folge Nummer 35. Mit mir sind Sachsen Let's Player und sorry, das ist leckt. Ja, wir sind in Orgrimmar. Das letzte Mal waren wir ja im südlichen Brachland in der letzten Folge. Ich habe mich da mal kurz hergeschlichen, um ein bisschen aufzurüsten etc. Ihr seht auch, wir sind jetzt schon Stufe 33. Was jetzt aber auch nicht das Problem ist, denn die Inis werden ja jetzt separat aufgenommen und die Level-Ups, die da natürlich entstehen, kann ich euch ja hier nur im Let's Play wiederum nicht zeigen. So, wir machen einfach mal wieder zurück ins südliche Brachland. Also so schnell wie möglich raus hier aus der Hauptstadt. So, Entschuldigung, mal einen kurzen Schluck für die Seele. Weil das leckt ja hier noch ganz schön. Was aber jetzt auch nicht unnormal ist. Immerhin ist ja alles auf Ultra. Mit plus Fraps war das noch nie eine gute Mischung. Südliches Brachland. Ja, da. Ich mach mal auch nochmal sicherheitshalber die Uhr an, damit wir da nicht so in Hüttelei kommen. Sag mal. Na, macht er jetzt hier der Schall Orgrimmar oder was, bis es jetzt mal wieder ruhig wird? Ah, nee, 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 nee. So, wir haben halbwegs wieder ein ruhiges Bild. Halbwegs. Ja. Halbwegs ein ruhiges Bild, das schaue ich mir mal kurz noch hier an. Ob das alles so seine Richtigkeit hat. So, wunderbar. Mal gucken, wie lange das noch dauert, bis wir hier hinten sind. Und gucken, wie lange das noch dauert, bis das hier alles aufhört zu lacken. Na gut, es ist nicht ultra so hoch. Ist auch drauf geschissen. Ob es nur hoch oder ultra ist. Dickeldichte ist hoch. So, nördliches Brachland, Goldstraße. Jetzt sind wir auch schon wieder hier am Wegekreuz. Ich denke mal, bis wir da sind, cutte ich das mal nicht, damit uns wieder die ganze Folge damit abhanden kommt. Ist gleich. So, nun sind wir angekommen. Mal wieder hier, wo wir auch aufgehört haben. Und wir sollen doch bitteschön 4 Belagerungsmaschinen zerstören. Das machen wir natürlich auch mal. Damit jetzt Ruhe hier ist, mit dem scheiß Gelänge. Oh, und die Belagerungsmaschinen, die sind vor uns. Warum laufe ich eigentlich noch, wenn ich jetzt schon so viel habe? Ja, kleinen Moment bitte. So, weiter geht's. Oh, 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 oh. Wird er in die heilige Höhle gefallen. Belagerungsmaschine der Mordmacht. Ja, Adler. Ich denke mal, ich werde mal wieder hier richtig schön in meinen Katzenmodus steigen. Und jetzt werde ich dich speisen, gute Frau. Natürlich kommt jetzt auch noch so ein blöder Zwerg und will ebenfalls mitspielen. Und dann kriegen wir ihn halt auch. Oh, mal kurz Pflege wirken. Den Moment bitte. Dankeschön. So, zack. Dann bist du doch schon wieder niedrig. Ja, mich brauchst du nicht hier zu rufen. Ich bin schon da. Komm schon. Zack. Das ist hier und das Gelecke geht mir auf den Sack. Was ist denn das? Willst du mir rollen hier? Meine Fresse. So, machen wir die nächste Belagerungsmaschine im Arsch. Na komm her. Ja, ja. Mach, was sagst du denn hier? Ja. Reisen einmal bitte. Bin ich eigentlich noch in der Gilde, mal so zum Checken? Ja, sehr schön.
Ihr wisst ja, ich mache ja immer Aufnahme-Sessions. Aber halt ordentliche, also ich cutte nicht einfach mit drin, ich verabschiede euch ja immer schön und brav. Klar, gleich 2, kannst du gleich 3 schicken. Gott. Ja, komm her. Und deswegen spiele ich dann immer mal ein paar Stunden sehr durch. Dann lasse ich es mal sein, dann spiele ich es halt mal wieder so nebenbei für die Innis. Und einen privaten Charakter habe ich dann halt auf meinem neuen Account, wo es dann mit Mist auf Pandaria wieder losgeht. Das ist wie gesagt nur ein Toaster Priester. Falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Ja, läuft, würde ich meinen, läuft. Und nach dieser Folge schaue ich mich aber nochmal kurz um, warum, wieso, weshalb das ja noch teilweise so leckt. Dürfte nämlich eigentlich nicht so sein, weil Game Booster etc. ist alles an. Das heißt, der Computer hat kaum Auslastung. Der Computer kann sich einzig und allein auf WoW konzentrieren. Und da dürfte das eigentlich nicht lecken und man dürfte es auch auf hoch ohne Probleme nämlich spielen können. Oh nein, gut, das schauen wir uns halt nach und beziehungsweise schaue ich mir nach und an, weil ihr wollt das ja bestimmt nicht sehen, diese ganze Konfigurations-Scheiße. Und ja, nein, 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 du rennst da nicht rein, bist du behindert. Ja, und ansonsten, ja, gibt's eigentlich nichts weiter Neues. Battlefield Armored Kill, Junge. Das ist eh schon was Neues. Krank, Leute, habt ihr noch kein Battlefield Premium? Kaufen. Kauft es euch, ihr verpasst was. Das ist absolut krank, diese neuen Karten. Bleib stehen, du verschissener Zwerg, Junge. Ja. Bist du jetzt stolz, wenn du mich angegriffen hast? Ja, ja. Kannst du dann deiner Zwergenfrau davon erzählen, ne? Hast einen Typen erlegt, der 2 cm größer ist. So. So, genau, Mann, bitte hier Mondfeuer noch auf dich drauf, weil es Spaß macht. Und weg ist er. Hat er jetzt viel davon gekonnt? So, sehr schön, hab schon vom Sinst angegriffen. Servus. Kam denn der jetzt her? Verstecken sich zu zweit an der Belagerungsmaschine. Einer zu blöd, die zu bedienen oder was? Na, na komm. Geh down, Junge. Weg ist er. Ja, greifen wir mal ein bisschen per Autoshoot an, bis wir hier mal wieder Energie haben. Ja. Na. Oh, oh, ja, hau mit deinen Holzhammer drauf in der Hoffnung, mit was wird. Ich bin ja Auto, meine sind doch schon fertig. Na gut, dann ab wieder in die Basis. Mache ich den jetzt auf? Morgen! Ne, doch nicht. Ach, da rennt mir nachher. Na, renn erstmal in die Löwenhorde rein. Viel Spaß, du Klopsklön. So. Bitteschön. Hast du deine Haftbomben wieder? Und ich nehme mir ja mal wieder 1940, 40 Gold, ja. Questziele, tötet 8 Plünderer von Taurayo. In den Überresten von Camp Taurayo. Mache ich gerne, aber hier, ich sehe ja, ihre Frau möchte auch noch was. Benutzt das Bestattungstotem an den Leichnamen von Kirulmo, Dan, Yoda und Yusaya. In den Überresten von den Camp, natürlich. Ja, dann können wir auch mal schön durchs Feuer laufen, weil wir es kennen. Und das ist ja hier das Camp. Ihr erinnert euch eventuell noch zur WoW Classic, Classic Zeit, alleine schon noch vor Kataklysm, also sprich bei World of the Lich King, war das hier mal ein kleines Dorf, bevor es dann hier reinging. Nein, 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 nein.
Hau ab, du fettes Vieh. Na, no, spuck erstmal für mich. Na, wie lange willst du mich nur noch verfolgen? Dreh ab, du fette Sau. Geht doch. Genau, dreh deine Runde. Und warum ist denn das Screen? Egal. Oh, überall ist diese verdreckte Allianz, ey. Genau, gleich noch hinter mir, weil es doppelt hält. Schurken, ja klar, müsst ihr auf die Leichnamen aufpassen, ne? Blödes Drecksfolge. Ich würde ja gerne erstmal hier diesen Deppen noch niederbatzen wollen. Hätten wir das auch geklärt. So. Es ist noch diese Schurkin dran. Die hat auch gedacht, ey, heute ist Fasching hier. Das hinten das Grüne ist ein Grafikfehler, nicht wundern, der Boden. So, oh, grün sieht das nämlich nur ohne aus. Ja. Jetzt gehe ich hier mal in Verdeckungsmodus. Die soll ich töten? Ja, oder hat mich jetzt aber schnell erkannt. Ja, steht ja wohl da, töte, ne? Hm. Ja, was los? Was ist zu, Junge? Ich will trotzdem so wenig Aufmerksamkeit wie möglich hier erregen. Aber mal abgesehen mit ja hier eh bloß verkleidete Faschingsleute rumlaufen. Dachte das jetzt aber auch nicht das Problem sein. Ja, weiß mal einfach mal. Na gut, hat jetzt noch nicht so gewirkt, wie ich das wollte. Und weiter geht's. So, der nächste Dumme. Hoffentlich ist das jetzt hier nicht so zentral. Er läuft noch, alles klar. Aber immer so das Gefühl, das liegt manchmal, wenn du da so jeden in der Mitte angreifen tust, kommt gleich die ganze Horde auf dich zugestürmt. So. Und bitteschön. Also der dreht hier vorne Patrouille, das heißt, er kann uns gar nicht nahe kommen. Ja, seid doch zufrieden, was ihr angerichtet habt, ja. So. Nochmal, weil es so schön ist. So, ich muss mal bitte wieder ein bisschen mehr Action in meine Stimme bringen, ich merke es schon gerade. Es kam jetzt voll mit Emotion raus. Voll mit Kraft und Power. Ich habe noch dieses Battlefield in mir. Wo ich sagen muss, bei Battlefield, wenn ihr euch fragt, warum es eigentlich kein Battlefield-Videos von mir gibt. Ja. Ich möchte ja nicht meine schlechte Seite von mir zeigen, ja. Mit den ganzen schlimmen Worten und, ja. Deswegen gibt es selten Battlefield-Videos von mir. Was für die Seele getan. Und falls ihr fragt, was ich jedes Mal für die Seele tue, ich trinke eine Müllermilch Erdbeere. Tut immer wieder gut für die Seele. Und gib Gas hier. Wir nähern uns ja auch langsam schon wieder dem Ende. Leider muss ich sagen. Man steht mit WoW noch sehr viel vor. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Aber darauf habe ich euch ja auch schon aufmerksam gemacht. Mehr oder weniger, wenn Mist of Pandaria rauskommt. Ich habe ja zwei Accounts. Das ist jetzt einmal der hier und dann einmal den anderen. So. Hallo? Ja, okay. Den anderen. Entschuldigung. Ja, und das Problem ist, ich kann diese beiden Accounts nicht verknüpfen, weil der andere Account ist halt von Kollegen von mir, den hat er mir halt gegeben. So, man kann ja bloß Accounts verknüpfen, wenn der Name richtig hinhaut. Das heißt, ich müsste dann den zweiten Account erweitern und diesen Account erweitern, wenn wir MOP haben wollen. So. Jetzt ist jetzt natürlich die Sache.
Ich wollte mit 85 dann euch die neuen Gebiete zeigen und mit dem Priester weitermachen. Dafür müssten wir dann aber erstmal mit diesen Char, also sprich mit unseren Druiden, aufhören zu spielen. Weil sonst, na was ist sonst? Das Problem ist halt, ich müsste dann jeden Monat 2 Accounts bezahlen. Weil das lässt sich ja mal beim besten Willen nicht verhindern. Außer Reichweite, alles klar. Das lässt sich ja beim besten Willen nicht verhindern. Braucht aber nicht Blizzard anzuschreiben und Blöde zu fragen. Ob da nicht irgendwas gehen würde. So, Grabrede von Dings gehalten. Ach ne, Grabrede, alles klar. Da muss ich ja Blizzard gar nicht fragen. Kann ich mir sparen, das ist halt so und da ist es halt so. Oh. Und jetzt habe ich wieder diesen Todesritter. Wieder rein, Schneidebedarf. Da, ja, ich habe BMI abgedatet, ihr seht. Ihr seht. Hier ist zum Beispiel nicht der Leichnam drin. Suchen wir weiter. Ja, wie gesagt, habe ich ja geupdatet. Und ja, und deswegen müsste ich dann halt jeden Monat zweimal bezahlen. Es kommt drauf an, wie es finanztechnisch aussieht. Sagen wir es mal so. Wenn das natürlich finanztechnisch möglich ist, werde ich das natürlich machen. Und warte mal kurz, Part 34, Digga. Und wenn das natürlich ist, werde ich das natürlich machen. Da werden wir MOP auf der 85er Basis spielen und halt den Dings weiter. Die 13 Euro habe ich nur noch. Aber dieser Account, also sprich den, mit denen ich jetzt hier gerade spiele, wird erstmal nicht auf MOPR erweitert. Weil das ist nur beim besten Willen 6 Euro. Halleluja, du. Ja, ist kein Geld, aber nun gut. Ich habe jetzt leider keine Zeit dafür. Und ja, mein Gott, wo soll denn das sein? Wir müssen jetzt noch eine Grabrede vor daran halten. Und das ist... Und... Scheiße. So, ja. Und sagen wir mal, zack. Ja, und dann sehen wir dann halt weiter. Tut mir leid, ey, ich bin da jetzt gerade mal übelst hier aus dem Konzept. Übelst aus dem Konzept hier. Oh, jetzt hätten wir die Grabrede gehalten, ja. Und wie gesagt, da müssen wir das dann halt so sehen, wie es ist. Ich bin schon wieder hier in der Überlänge, dank meines nicht zusammenhaltslosen Redens. Und jetzt müssen wir halt hier noch die letzte, die allerletzte Leiche finden. Da ist dann von Dehan. Und gut ist. So, ne, hier war schon. Warte mal, hier gibt es 2 Stockwerke, gehen wir hier nochmal hoch. Ja, und dann sehen wir das halt weiter, wie das alles denn so geldtechnisch aussieht. Opa, 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 opa. Na komm. Geh, ich habe jetzt gebockt, dich anzugreifen. Ja, natürlich. Natürlich hat er das jetzt wieder mitbekommen. ...770... ...500... So. Und nein, hier ist auch nichts. Und sag mal. Irgendwann. Und ja, oh Gottes Willen.
Wo ist denn der letzte Leichnam? Ich krieg hier kleinen suchtropischen Anfall. Das sind Wachen. Hier hinten vielleicht? Nee, das ist auch eine Wache. Das sind alles Wachen. Ja, waren wir jetzt im 150. Mal drinne. Ich brauche noch deren. Und ja, aber jetzt erstmal kurz die komplette Aufmerksamkeit hier. Also er muss auf jeden Fall innerhalb des Camps sein. Daran besteht schon mal kein Zweifel. Ist halt aktuell bloß die Frage, wo. So, jetzt gehen wir jetzt nochmal im verschleichten Modus hier rein. Verschlossen. Na schön. Ne, ich brauche auch noch die Grabrede vor Dahan, wo der auch immer sein soll. Das ist ein Plünderer. Plünderin. Das ist ohne Stahan, das ist eine Wache. Das ist ein Plünderer. Oder den hab ich eine Grabrede gehalten. Also ist hier drinnen nichts, da drin ist auch nichts, da drin ist aber angeblich auch nichts. Meine Fresse, hier ist er doch. Was erzählt er? Ich kann nur die Ohrenarme aller lebenden Dinge sprechen. Nein! So, jetzt Abfahrt hier. Scheiß Allianz, deswegen habe ich jetzt 5 Minuten überziehen müssen hier. Ich sehe auch, Bild läuft endlich mal wieder stabil, das heißt, ich muss doch nicht gucken, an was es mal leckt. Das freut mich sehr und damit würde ich dann schon mal sagen, bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann halt in der nächsten Folge wieder. Aber natürlich gebe ich das noch vorher ordnungsgemäß ab. Dann gebe das hier auch noch ordnungsgemäß ab. Und jetzt verabschiede ich mich noch, weil mein Troll hat öfters mal keine Manieren und will das einfach nicht machen. Tschüss.